Hallo, meine lieben Freunde, das der Scheiße. Ton aus, Ton aus. Okay, jetzt. Wir starten heute in ein neues tolles Projekt, nämlich in die Kampagne von Space Chatpack auf Normal. Wir müssen, also es gibt vier Planeten. Das hier wäre der erste. Gespeichert wird auf jedem Planeten. Wir haben, also wir müssen, oh, unser Raumschiff fertigstellen mit diesen Bauteilen, die darunter fallen. Das hier sind die Gegner. Wir haben einen kleinen Jetpack, mit dem wir fliegen können. Und müssen eben diese Bauteile aufsammeln, um unser Schiff fertigzustellen. Und wenn wir die Asteroiden abschießen, dann kriegen wir Treibstoff. Den brauchen wir am Ende. Um unser Schiff zu betanken. Unser Jetpack hat unendlich Treibstoff. Wir haben aber nicht unendlich Leben. Fallschaden gibt es komischerweise auch. Scheint also ein Planet mit Gravitation. Ach ja, logischerweise ist es. So, und hier seht ihr es auch, die Anzeige hier für den Treibstoff. Und sobald wir den Treibstoff einsammeln, wir müssen ihn noch nicht mal zum Schiff bringen, wir sammeln ihn einfach automatisch ein. So. Das kann relativ schwer werden. Also es wird noch relativ schwer. Vor allem so gegen in den nächsten Planeten. Da werden die Gegner auch schwerer. Also ich habe das schon mal ausprobiert, das Spiel. Ich fand es eigentlich relativ cool. So von der Idee her. Aber es ist teilweise so ein bisschen schwer, die Asteroiden hier so gut abzuschießen, weil die ziemlich robust sind. Wir müssen so ein bisschen auf unser Leben achten. Hey. Jetzt sind die Gegner noch relativ einfach. Es gibt hier diese Schilddinger da. Und sobald unser Schiff vollgetankt ist, können wir in unser Schiff hinein. Die Gegner, die geben rein gar nichts. Aber unser Laser, der kann überhitzen. Heißt, wir können auch nicht unendlich schießen. Deswegen kommen da teilweise so einzelne Schüsse raus. Das bedeutet einfach nur, dass mein Laser überhitzt ist, dann kann er nicht mehr ganz so schnell hintereinander schießen. Okay, dann hole ich mir. Oh Gott, das ist aber noch hohes. Es spawnen zu viele Viecher. Dinger. Dann leuchte ich teilweise noch so, wenn ich auf den Boden aufkomme. Das ist einfach nur der Fallschaden. Ich muss hier weg. Kommt durch. Und das Teil schnappen. Und weg. Es hängt. Wie noch was. Das ist schlimm.
schlimm, wie das hängt. So, die zwei ausgeschaltet mit den Schilddinger da geholt. So, das noch die Gegner ausschalten. So. Und das Schiff auftanken. Später in den Levels gibt es auch so zeitweilige Power-Ups. Ich habe das irgendwie mit weniger Gegnern in Erinnerung. Oh, ist das knapp. Ich habe nichts mehr an Leben. Nein, ah, oh, Mist. Ich habe eigentlich diesen Schilddinger eingesammelt, aber scheinbar war er schon weg. Und dann müssen wir wieder bei Level 1 starten. Aber es hat auch so geleckt. Also, das muss man schon sagen. Weil im Hintergrund lädt noch ein YouTube-Video. Bedeutet, bei so vielen Gegnern, die spawnen, läuft das nicht unbedingt so flüssig. Bedeutet, hatte leichte Performance-Probleme. So, sammelt das noch ein. Das hier. Wir können keine zwei Teile auf einmal einsammeln. Deswegen gebe ich die mal erst ab, bevor ich dann noch was einsammle. So, das noch abgeben, das noch. Weg mit dir. Und weg mit dem und weg mit dem. So, ich hoffe, ich kriege die noch hinten. Mist. So, den Asteroid noch. Dann habe ich das Schildding. So, ey. Hole ich mir das noch. Ja, ist nicht durch den Boden gefallen. Allgemein ist Pixel-Grafik auf Scratch sehr beliebt. Und vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt. Oh! Ich habe einen Zeitbonus gekriegt. Boah. Vielleicht habe ich es schon mitgekriegt. Ich habe auch ein neues Spiel in der Planung. Ich hoffe, das wird bald, also zumindest die Alpha wird bald mal fertig. Ist nämlich doch ziemlich aufwendig. Da arbeite ich dann teilweise dran. Soll vielleicht dann auch eine Gameplay-Preview hier auf meinem Kanal geben. Und falls ihr dann das komplette Spiel sehen wollt, mein Scratch-Kanal ist mal in der Beschreibung verlinkt. Es laggt wieder. Es laggt so sehr. Ist das ekelhaft. Ist das nervig. So, weg mit dem, weg mit dem. Weg, stopp. Okay. Wir haben das einmal hier durch. Das hier einsammeln. Okay, wir haben das fertig. Stopp. Okay. Die beiden hätten nicht. Nee, gehen auch noch. Und jetzt mal da drüben ein bisschen aufräumen. So. Die Kleinen, die sind nervig.
Komm, den kriege ich noch, den kriege ich noch. Okay, ich kriege ihn doch nicht. Okay, weg damit. Weg damit. Und weg. Oh ne. Ach, den habe ich. Nee, 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 da kann ich nicht reinspringen. Ich würde ja gerne, aber. Oh. Weg, weg, bitte. Och, Mann. Das ist so nervig, wenn die Gegner in dir drin stehen. Und es funktioniert halt erst recht jetzt gerade gar nicht. Ich habe es beim letzten Mal ohne YouTube-Aufnahme im Hintergrund versucht. Es hat wirklich perfekt funktioniert. Also es liegt nicht am Spiel und auch nicht an mir. Ja. Scratch ist für sowas halt nicht unbedingt gemacht, um so ganz viele Gegner spawnen zu lassen. Weil das sind dann ja auch alles Klone, für das alles einzeln berechnet werden muss. Jedes Stück Code. Das bedeutet, das zieht halt auch an der Rechenleistung. Den hier weg. So, ich will mir wieder hier den Time-Bonus mitnehmen. So. Effizient und schnell. Das Fuel hier. Asteroida weg. Komm weg mit. So. Ups. Fast voll. Okay, noch einen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das einen Time-Bonus gibt. Und rein. Mist. Okay, nicht mehr das, nicht mehr das. Und es fängt schon wieder an zu hängen. Schon allein die Schüsse verbrauchen so viel Rechenleistung. Es hängt, es hängt. Und daran. Ach toll, jetzt verfolgt er mich. Toll, wirklich. Ich komme hier nicht mehr durch. So, auch die ganzen Schilddinger da. Oh, jetzt habe ich. Okay, jetzt geht's wieder. Hatte gerade ganz kurz Standbild. Weg. Weg. Hey, weg. Jetzt muss ich mal ganz kurz durch. Es geht tatsächlich schneller, sich zu bewegen, wenn man wenn man so ein bisschen fliegt. Ja, ich brauche ganz dringend dieses Schildteil da hinten. Okay. Perfekt, die Kleinen, die gehen ein bisschen schneller kaputt. Sind dafür aber auch schneller. Okay.
So. Nochmal alles drauf misst. Nein, jetzt hängen sie schon immer fest. Ist in der Tat eine sehr nervige Stage. Ich hoffe, später wird es besser. Später kommen nämlich weniger Gegner, dafür aber gefährlicher. Okay, du weg. Weg. Weg, weg. Weg, weg. Okay, den da oben, den brauche ich. Ein bisschen abkühlen. Ah, elegant. Was ist denn das für ein Fallschaden hier? Oh, ich kann ins Schiff. Toll, jetzt ist mir wirklich dieser Asteroid hier im Weg. Okay, ich muss da durch. Oh! Puh. Und es wird entspannter. Was? Nein, die sind immer noch da. Ich dachte, jetzt kommen andere Gegner. Aber nein, es wird schon wieder lecken. Okay, oh Gott! Okay, ich habe ein Schildpower-Up eingesammelt, von dem ich leider immer noch nicht weiß, was es bringt. Ich glaube, wir kriegen einfach weniger Schaden. Weg. Weg. Das Teil hier einsammeln. Oh. Das Waffenpower. Ach. Jetzt hier. Komm. Jetzt haben wir gerade zum Waffenpower ab. Es erlaubt uns, stärkere Schüsse zu schießen. Jetzt ist leider wieder weg. Aber jetzt haben wir ein Schildpower-Up. Alles rein. Rein mit. Rein, rein, rein. Das hier noch. Das noch. So, den Laser mal kurz abkühlen lassen. Das Fuel mitnehmen. Die Heilung mitnehmen. Okay, die sind sehr effizient gegen die Asteroiden. Das einsammeln. Ah, perfekt. Und das hat gereicht. Oh, und ein Time-Bonus. Es gibt nämlich auch so eine internationale Liste. Um in die reinzukommen, müsst ihr allerdings Scratch-Mitglied sein. Heißt, wenn ihr es einfach nur so durchspielt. Ohne Scratch, offizielles Scratch-Mitglied zu sein. Da gibt es nämlich so ein offizieller Scratcher und ein neuer Scratcher. Und, ein ganz komisches System, irgendwie finde ich nicht so toll, nicht so Premium. Könnte besser sein. Ah, das war diese Stage hier. Bei der kamen dann nur noch Asteroiden. Kann auch nervig sein. Sollte ich mir auf jeden Fall holen. So. So. Ah, zumindest hat man dann auch einen Grund, die abzuschießen. Alles drauf. Vorher weg. Vorher läuft. Ah, perfekt. Shield Power Up drauf und betanken. Zack. Ich glaube, im Hintergrund läuft dann halt auch ein Timer, der guckt, wie schnell ich die Levels schaffe. Und raus. Ja! 350? Wir haben einen Time-Bonus von 350 gekriegt. Oh. Und wir kommen zu einem anderen Planeten, der der Erde sehr ähnlich sieht.
Aber das war soll es von der Folge gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.